Amy Winehouse. Kometenhafter Aufstieg mit tragischem Ende. Das Schicksal vieler Superstars, die erfolgreich sind, schön und allzu oft verzweifelt. Junger Ruhm und früher Tod. Jetzt in ZDF History mit Guido Knopp. Willkommen, liebe Zuschauer. Wen die Götter lieben, lassen sie jung sterben, sagten schon die alten Römer. Und tatsächlich macht wohl kaum etwas so nachhaltig unsterblich wie ein unverhoffter Tod, noch vor der Zeit. Das gilt zumindest für die Welt des Showgeschäfts, des Spitzensports und auch mitunter für die Politik. Doch warum ist das so? Wie sehr sind die Verstorbenen selbst schuld an diesem Schicksal? Und warum wirkt der Zauber nur bei manchen Frühvollendeten, wenn viele andere schon lange in Vergessenheit geraten sind? Die Detektive der Geschichte sind der Sache auf den Grund gegangen. Unser erster Fall zeigt, wie schnell nach dem Aufstieg in den Olymp der Absturz folgen kann. Stimmgewaltig, wild, authentisch. Amy Winehouse ist die Stimme des neuen Soul. Ihr plötzlicher Tod erschüttert nicht nur die Musikwelt. Jeder wusste von ihrer Drogensucht. Warum konnte dennoch niemand die Tragödie verhindern? Amy Winehouse wächst in einer jüdischen Familie im Norden Londons auf. Als sie 9 ist, trennen sich die Eltern. Mutter Jodie verlässt Vater Mitch und nimmt die Kinder mit. Was bedeutet das für das sensible Mädchen? Menschen wie Amy Winehouse, die sehr frühe Verluste erfahren haben, für die ist die Welt oftmals sehr unsicher, sehr angstbesetzt auch. Und die haben einfach nicht diese Stabilität und auch nicht diese Ressourcen, um zum Beispiel mit Schwierigkeiten fertig zu werden. Die Helden ihrer Jugend sind nicht etwa die Spice Girls. Amy liebt den Soul und Jazzgrößen wie Duke Ellington, Ray Charles und Tony Bennett. Amy singt ihre Hits fleißig mit. Großmutter Cynthia will die Enkelin fördern und schickt sie auf eine bekannte Talentschule. Die muss Amy mit 16 wieder verlassen, wegen mangelnder Disziplin. Für mich war das Singen nichts Besonderes. Ich dachte, jeder kann singen. Ich dachte, ich werde mal Kellnerin oder Hausfrau. Doch niemand hat eine solche Stimme wie sie. Mit 18 unterschreibt sie ihren ersten Plattenvertrag. Musikkritiker feiern ihre Songs als Soul neuen Typs. Überzeugt. Schon zu Lebzeiten vergleichen Kenner sie mit der Afroamerikanerin Billie Holiday. Die große Jazzsängerin machte in den USA der 30er Karriere. Keine einfache Zeit für schwarze Künstler. Alkohol und Drogen wurden Billie Holiday schließlich zum Verhängnis. Sie starb mit nur 44 Jahren. Auch im Leben von Amy Winehouse gibt es Licht und noch mehr Schatten. Mit ihrem zweiten Album Back to Black feiert die Sängerin und Songschreiberin große Erfolge. Doch privat steckt sie in der Krise. Öffentlich bekennt sie sich zu ihrer Sucht. Nachdem ich meinen Freund verlassen hat, habe ich angefangen zu trinken. Ich wollte einfach alles vergessen und habe mich dabei selbst kaputt gemacht. Ihr Ex, der Drogenabhängige Blake Fielder Civil. Ich hatte kein wirkliches Problem. Ich bin erst mal zu meinem Vater gezogen, aber meine Manager meinten, ich soll in den Entzug. Ihre Antwort erfolgt musikalisch. Musikalisch. 2006 versöhnen sich Amy Winehouse und ihr Ex-Freund.
Kurze Zeit später heiratet das Paar. Blake Fielder Civil verschafft ihr Zugang zu harten Drogen und beschleunigt damit Amys Absturz. Bei Amy Winehouse wurde mir so deutlich, dass sie eigentlich wirklich einer Liebe hinterher lief, die sie in ihrer Kindheit wahrscheinlich nie bekommen hat, nämlich die Liebe auch zu einem Mann. Sie ist dann leider Gottes an einen wohl schwerst Drogenabhängigen geraten, der wegen Betrugs ins Gefängnis muss. Seine Frau Amy ist verzweifelt, versinkt immer tiefer im Drogensumpf. Oh. 2008 lässt sich ihr Mann von ihr scheiden. Ihre Chance, den Absprung zu schaffen. Sie will weg von den Drogen, macht eine Entziehungskur, um kurze Zeit später doch wieder rückfällig zu werden. Die Kameras, mit denen Winehouse zuvor so gerne kokettierte, dokumentieren jetzt ihren Verfall. Die Eltern sagen, es sei ein langsames und schmerzhaftes Sterben ihrer Tochter, dem sie zuschauen müssen. Ich wage mal die Behauptung, dass man auch einer Amy Winehouse hätte helfen können. Unter bestimmten Voraussetzungen. Nummer eins, natürlich muss sie selbst wollen. Nummer zwei ist, sie muss wirklich langfristig aus diesem ganzen Trubel raus. Ein erneuter Versuch, von der Sucht loszukommen, führt auf die Karibikinsel San Lucia. Hier soll sich Amy Winehouse um die Adoption eines Mädchens bemüht haben. Doch dazu kommt es nicht mehr. Ihr letzter Auftritt, ein Desaster. Die Frau mit der Jahrhundertstimme bringt kaum einen geraden Ton heraus. Ihre Fans buhen sie aus. Amy Winehouse am Tiefpunkt ihrer Karriere. Am 23. Juli 2011 wird sie tot in ihrem Londoner Haus aufgefunden. Die Fans trauern um eine große Künstlerin, die auf der Suche nach privatem Glück scheiterte. Die Drogen haben sie vermutlich am Ende getötet. Doch die Ursache liegt tiefer. Seelisch bin ich mir aber sicher, dass sie daran zerbrochen ist, dass sie ihr Bedürfnis nach Sicherheit, nach Wärme, nach Geborgenheit, dass sie dieses Bedürfnis nicht befriedigen konnte. Sie hat immer angeklopft, hat versucht, durch Beziehung irgendwie dieses Gefühl von Liebe, von Geborgenheit zu bekommen. Es wurde nie erfüllt. Unter großer Anteilnahme tragen die Eltern Winehouse ihre Tochter zu Grabe. Entgegen jüdischer Tradition wird die 27-Jährige eingeäschert. Genau wie ihre geliebte Großmutter, die ihr Talent erkannt und gefördert hatte. Unser zweiter Star. Nur dreimal vor der Kamera in Hollywood. Und doch Legende ohne Verfallsdatum. Das Idol im Sarg. James Dean als schöne Leiche, morbider Spaß oder böse Vorahnung? Diese Fotos entstehen im Frühjahr 1955, da ist Dean 24 Jahre alt. 8 Monate später ist er tatsächlich tot und über Nacht das Idol einer ganzen Generation. Einer Generation, die den Zwängen der 50er zu entkommen versucht. Es waren ja nicht nur die Liz Taylors und die Burtons dieser Welt, die damals präsent waren. Es waren ja viele, die auch diesen Aufruhrgeist der Nachkriegszeit gehabt haben. Da konnte man auch viel schneller aggressiv sein. Und James Dean hat dann eigentlich diese Jugendlichkeit verkörpert, dieses Rebellentum der 50er Jahre. Der junge James Dean flüchtet gern in andere Rollen. Seine Mutter stirbt früh, der Vater will sich nicht kümmern. Das Schauspiel verspricht ein besseres Leben. Zunächst muss er sich mit Werbung über Wasser halten und als Apostel Johannes im Fernsehen. Der Durchbruch gelingt nicht vor der Kamera, sondern am Broadway mit dem Theaterstück Der Unmoralische. Nach der Premiere bekommt Dean glänzende Kritiken und tritt nur noch einmal auf. Jetzt ruft Hollywood. Schlag auf Schlag spielt er in Jenseits von Eden und in Denn sie wissen nicht, was sie tun. Steh auf! Sei ein Mann!
Neu ist die Intensität seines Spiels. Dean mimt nicht nur den Rebellen aus dem Drehbuch. Er steigert sich vor der Kamera in seine Aggression und schockiert mit Glaubwürdigkeit. Sein Liebesleben folgt keinem Drehbuch. Wechselnde Affären, nicht nur mit Frauen. Die Presse schweigt und konzentriert sich auf die Beziehung zur Schauspielerin Pierre Angeli. Die Marke James Dean. Schmachtende Frauen gehören dazu, auch wenn der Held Zeit seines Lebens nie eine feste Bindung eingeht. Gut ins Image des Rebellen passt die Leidenschaft für schnelle Autos. Von seiner ersten Hollywood-Gage kauft James Dean einen Porsche Spyder. Viel Geschwindigkeit, wenig Sicherheit. Vor der Kamera mimt er den vorsichtigen Autofahrer und macht mit bei der Verkehrserziehung für den National Safety Council. Take it easy driving. The life you might save might be mine. Tatsächlich ist er am Steuer ein Draufgänger. Auf dem Weg zu den Rennstrecken begleitet ihn der Mechaniker Rolf Wüterich. Es verleitet ein bisschen zu höherer Geschwindigkeit. Auf einer geraden Straße kam uns ein Wagen entgegen. Er wollte noch vor uns links abbiegen. Mit mehr als 100 Kilometer pro Stunde prallt der Porsche gegen einen schweren Ford. Wüterich überlebt mit viel Glück. James Dean ist sofort tot. Zur Beerdigung stürmen 6000 Menschen ins kleine Nest Fairmount in Indiana. Der Unfall ist die Geburtsstunde eines Mythos. Der tote James Dean erhält mehr Fanpost als der Lebende. Manche Briefe junger Frauen handeln vom Jenseits. Jimmy, ich komme. Souvenirjäger zerlegen den Unfallwagen. Ein Stück Porsche Spyder von James Dean kostet heute Tausende von Dollars. Gäbe es das alles auch, wenn er den Unfall überlebt hätte? Heute wäre er 77. Es gibt den Satz, only the good die young. Und das bedeutet, dass wenn junge Stars, Sänger, Popstars, Fußballer, weiß der Himmel, früh sterben, dann sind sie sozusagen auf dem Zenit ihres Ruhms abgetreten. Sie sind makellos. Sie haben keine Flops gelandet, keine Affären, gar nichts. Sie sind fast engelsgleich. Sie sind wirklich rein. Ja, und das ist der Stoff, aus dem Mythen und Legenden gemacht werden. Zwei seiner drei großen Filme kommen erst nach Deans Tod ins Kino und werden zu großen Erfolgen. Ganz Hollywood kommt zur Premiere und zu Ehren des Hauptdarstellers. Der frühe Tod sichert zumindest in diesem Fall zeitlosen Ruhm, als Inbegriff einer ebenso sensiblen wie rebellischen Jugend. Unsere nächste Geschichte. Eine beispiellose Karriere und ein bis heute ungeklärter Todesfall. Mein Freund, der Baum ist tot. Diese Stimme ist bis heute einzigartig. Ende der 60er Jahre erlebt sie im Zeitraffer eine Karriere, für die andere Jahre brauchen. Alexandra. Geboren wird sie im Mai 1942 als Doris Treitz in Ostpreußen. Bei Kriegsende verschlägt es die Familie nach Norddeutschland. Die Mutter erkennt früh das Talent ihrer jüngsten Tochter. Doris musiziert, komponiert, textet und hat ein Ziel. Sie will nach oben und das sofort. Modenschauen, Miss Germany Contest, nichts bleibt unversucht. Doch zunächst kommt alles anders. Sie heiratet den 30 Jahre älteren Russen Nikolai Nefjedow. Mit 20 Jahren bekommt sie einen Sohn, Alexander, und ist ein Jahr später schon wieder geschieden. Sie tingelt durch Bars auf St. Pauli, singt Selbstgeschriebenes und russische Folklore. Doris will die Show erobern.
Da wird sie von Musikproduzent Fred Weirich eingeladen. Und sie nahm ihre Gitarre mit und sang mehrere Stunden in verschiedenen Sprachen. Und er war dermaßen überrascht und begeistert, dass er ihr sogar noch an diesem Abend einen Vertrag angeboten hat. Als Künstlernamen wählt sie den Vornamen ihres Sohnes und hängt ein A dran. Alexandra. Mit der Mischung aus französischem Chanson und russischer Folklore trifft sie den Nerv der Zeit. Mit Zigeunerjunge wird Alexandra zum Star. Fred Weirich und die Plattenfirma Polydor wollten aus Alexandra so etwas wie einen weiblichen Ivan Reprov machen. Sie selbst wollte eigene Lieder komponieren, wollte sich eher dem französischen Chanson widmen. Sie bewunderte Juliette Gréco, Gilbert Bécaud und Adamo. Also ihr war diese ganze Russland-Masche eigentlich zuwider. Alexandra hetzt von Termin zu Termin. Konzerte, Plattenaufnahmen, Songfestivals, Hitparaden. Doch es blieb alles leer. Dazu zahllose Affären. Mit Hans Beierlein, Deutschlands renommiertestem Manager, ist sie liiert, privat und geschäftlich. Als sie bei einem internationalen Songfestival in Karlsbad waren, war sie so nervös, dass er ihr also Valium gab. Und daraufhin begann eine Spirale, dass sie also immer wieder sich aufputschte und abends, weil sie einfach nicht zur Ruhe kam, dann Schlaftabletten nehmen musste. Und so begann eben ein Teufelskreis. Sehnsucht liegt noch ihm. Der Erfolgshit Sehnsucht, eine rührselige Schnulze, ist Alexandra selbst zuwider. Sie singt, doch nur unter Protest. Was nutzt es, dass sie zur selben Zeit mit Udo Jürgens den Titel Illusionen aufnimmt? Kein Lied, ein Chanson, hinter dem sie steht, mit dem sie aber baden geht. Alexandra ist ausgebrannt. Dazu kommen die Trennung von Hans Beierlein, der Tod des Vaters, Probleme mit der Familie und schließlich auch noch ein neuer Liebhaber. Pierre Laffaire, der sich als Heiratsschwindler entpuppt und, wie Stasi-Unterlagen jetzt offenbaren, amerikanischer Geheimagent war. Ob Alexandra davon weiß? Auf jeden Fall trennt sie sich. Mit 27 erhält sie die Goldene Europa, den Preis für die beste Nachwuchssängerin. Danach der Zusammenbruch. Im schweizerischen Davos erholt sie sich von den seelischen Strapazen und einer verschleppten Bronchitis. Nach der Kur geht der Auftrittsmarathon weiter. Alexandra hat Angst, sonst fallen gelassen zu werden. Doch im Sommer entscheidet sie sich für eine Auszeit. Eine Reise nach Sylt mit Mutter und Sohn. So wenige Tage vor dem Beginn ihres Urlaubs machte sie Hals über Kopf ein Testament, dann eine zweite sehr hohe Lebensversicherung und kaufte ein Familiengrab. Und ich meine, mit 27 Jahren ist das mehr als merkwürdig, dass man da so schnell und plötzlich diese Dinge erledigt. Am Morgen des 31. Juli 1969 fährt Alexandra mit ihrem Mercedes von Hamburg aus Richtung Sylt. Nach einer Motorpanne erreicht sie gegen 15 Uhr bei Tellingstedt eine Kreuzung. Stoppschilder warnen an dieser Stelle, doch sie fährt ohne zu bremsen auf die Kreuzung und kollidiert mit einem Lastzug. Für Alexandra und ihre Mutter kommt jede Hilfe zu spät. Der 6-jährige Alexander überlebt mit nur ein paar Schrammen. Noch Jahrzehnte später ist Alexandras Tod für viele mysteriös. Mysteriös an den Umständen des Todes ist zum Beispiel, dass damals keine Obduktion vorgenommen wurde, keine Leichenschau stattfand, dass man keine Blutprobe entnommen hatte, dass die Akten manipuliert worden sind. Also der Leichenbericht wurde nachweislich mit zwei verschiedenen Typen geschrieben. Es wurde in die Wohnung von Alexandra eingebrochen, man entwendete wichtige Dokumente. War ihr tragischer Tod mehr als ein Unfall? Es mutet natürlich komisch an, dass es so viele Ungereimtheiten nach ihrem Tod gab, sodass man natürlich auch dieses Gefühl eines Fremdverschuldens nicht loswerden kann. Eine plausible Erklärung, wer ein Interesse an Alexandras Tod gehabt haben könnte, gibt es nicht. Der Mythenbildung fehlt es jedenfalls nicht an Stoff. Nach ihrem Tod geht Alexandras sehnlichster Wunsch in Erfüllung. Ein selbstgeschriebenes Lied wird zu ihrem größten Erfolg. Unsere nächste Kandidatin. Schneller, höher, weiter. Um jeden Preis
Olympia 1988 in Seoul. Große Rekorde, lückenhafte Dopingtests. Noch ist der Medaillenspiegel ein Wettbewerb im Kalten Krieg. Amerikas Hoffnungen ruhen auf ihr. Florence Griffith Joyner, genannt Flo-Jo. 2 Monate zuvor hat sie einen Weltrekord über 100 Meter aufgestellt. Jetzt läuft sie wieder Weltrekord über 200 Meter. Ich kann mich nur noch an unsere grenzenlose Überraschung erinnern, wie da jemand vorne weglief, als ob die anderen alle Blei an den Füßen hätten. 2 Zehntel schneller als die alte Bestmarke. Im Sprint eine halbe Ewigkeit. Nur das Ergebnis von Talent und hartem Training? Die Dopingtests sind negativ. Der Verdacht bleibt. Nicht nur die Leistungssteigerung ist fabelhaft. Experten wundern sich, wie sehr sich Flo-Jos Körper verändert hat in den letzten 4 Jahren. Die attraktive Frau hat jetzt Muskeln, von denen manch männlicher Leichtathlet nur träumen kann. Wer sich so verändert in so kurzer Zeit, nur vom Bild her, der muss den Verdacht gelten lassen, dass das nicht mit normalen Mitteln möglich ist, mit normalem Training. Normal will die Diva der Rennbahn auch gar nicht sein. Und ihr Werbewert wird kaum gemindert durch den Verdacht. Sind diese Zeiten noch zu unterbieten über 100 und 200? Oh yes, I don't feel that ever stop looking for. Oh ja, ich glaube nicht, dass ich irgendwann einmal stehen bleiben werde. Ich bin sicher, dass ich noch unter 10, 49 und unter 21, 34 kann. Es gibt eigentlich keine Grenzen. 5 Monate danach tritt Griffith Joyner überraschend zurück. Die Spiele 1992 verfolgt sie von der Zuschauerbank aus. Sie sagt, sie wolle mehr Zeit haben für ihren Mann Al und ihre Tochter Mary Ruth. Doping-Experten glauben, dass es vor allem gesundheitliche Probleme sind, die zum Rücktritt zwingen. Ich denke, dass ihre Trainingsmethoden nicht spurlos an ihr vorübergegangen sind, um es vorsichtig zu formulieren. Dann startet sie plötzlich wieder auf der Langstrecke. Sichtlich schlanker läuft sie 5000 Meter in 20 Minuten, eine achtbare Zeit für Hobbyläufer. Von eventuellen Doping-Spätfolgen ist nichts zu sehen. 1998, völlig unerwartet, stirbt Florence Griffith Joyner mit nur 38 Jahren. Die Autopsie stellt eine angeborene Anomalie im Gehirn fest. Ist das der Grund für ihren Tod? Die Frau ist auch deshalb so interessant, weil es so viele Spekulationen gibt und so wenig Wahrheit. Der Ruhm verblasst schnell nach ihrem Tod. Die Familie tritt jedem Dopingverdacht energisch entgegen. There has never been proven by anyone that or anybody that Florence has ever used anything illegal to improve her performance. Die Medien halten sich zurück mit Recherchen im Fall Griffith Joyner. Wäre das anders, wenn sie nicht so früh gestorben wäre? Man hätte viel am Lack gekratzt und ich denke, es hätte sehr breite Kratzer gegeben. Und ihr früher Tod hat sie davor jedenfalls bewahrt. Bis heute ist keine Frau schneller gelaufen als Florence Griffith Joyner. Dennoch wird sie nicht zur Legende. Unser nächster Fall. Schon zu Lebzeiten ein Star. Doch der Weltruhm kommt erst lange nach dem Tod. Wolfgang Amadeus Mozart? Ich komme, um ein Werk bei euch in Auftrag zu geben. Was für ein Werk? Eine Totenmesse.
Das Ende Mozarts im Spielfilm Amadeus. Ein neidischer Rivale treibt den Komponisten in den Tod. Er endet in einem Wiener Massengrab, verarmt und verlassen. Ist das die wahre Geschichte des Jahrtausendgenies? Schauplatz Wien. 1781 lässt sich hier der junge Musiker Wolfgang Amadeus Mozart aus Salzburg nieder. Am Wiener Kaiserhof ist er schon eine Legende. Als Sechsjähriger hat er hier am Klavier begeistert. Jetzt aber ist er 25 und nicht mehr ein niedlicher Wunderknabe. Er will Wien als Komponist erobern. Er hat ja über 600 Werke komponiert und ist mit Mitte 30 gestorben. Also er muss praktisch Tag und Nacht komponiert haben, um dieses Riesenvolumen zu schaffen. Er war getrieben von Leidenschaft und auch getrieben von dem Wunsch, geliebt zu werden und vom Publikum anerkannt zu werden. Mozart verdient viel und gibt noch mehr aus. Noble Wohnung, teure Kleider, Personal wie in Adelshäusern. Dazu kommen Pech im Spiel und angeblich auch hohe Ausgaben für diverse amoröse Abenteuer. Nach Jahren in Saus und Braus stehen Mozart die Schulden bis zum Hals. Seine Quartiere werden billiger. Er schickt Bettelbriefe an den vermögenden Freund Johann Puchberg. Der hilft aus und vermittelt im Juli 1791 einen lukrativen Job. Der Auftraggeber ist Puchbergs Vermieter, ein reicher Graf namens Franz Xaver Walzek. Er hat gerade seine Frau verloren und will von Mozart eine Totenmesse. Der Haken an der Sache: Graf Walzek will das Werk als sein eigenes ausgeben und es auch selbst aufführen. Mozart nimmt an. Hat er Todesahnungen? Überliefert ist es nicht. Gleichzeitig komponiert er noch ein anderes Werk, eine Oper, die Zauberflöte. Mozart so etwas von einem Sonnenstrahl, der durch eine dunkle Wolke trifft. Weil er bei aller Schönheit immer auch sehr nah an der Tragödie ist und sich darin vielleicht auch ein Spiegel seines Lebens zeigt. Denn sein Leben schwankte ja auch immer zwischen Triumph und Tragödie. Die Zauberflöte wird ein großer Erfolg und spült wieder Geld in Mozarts Kassen. Einige Wochen später wird er krank. Die damals üblichen Quecksilbertinkturen helfen nicht. Bis heute ist seine Krankheit ein Rätsel. Er komponiert weiter an der Totenmesse, dann verlassen ihn die Kräfte. Wolfgang Amadeus Mozart stirbt am 5. Dezember 1791 mit 35. Nach seinem Tod wuchern Legenden. Von Mord ist die Rede, von einem Armengrab. In Wahrheit wird er standesgemäß beerdigt. In einem sogenannten allgemeinen Grab. Übliche Praxis, damals in Wien. Der frühe Tod hat in diesem Fall den späten Ruhm wohl kaum zusätzlich gesteigert. Mozart hätte sicher noch mehr unvergängliche Musik schaffen können, doch sein Werk ist schon so zeitlos und einzigartig. Und dass die Götter ihn liebten, steht wohl außer Frage, nicht nur in der Welt der Klassik. Unsere nächste Geschichte zeigt, wie viel Wahrheit im Schatten des Ruhms verborgen bleibt. 15. November 2009. Abschied von Robert Enke.
Sein plötzlicher Selbstmord wird zum Medienereignis. 5 deutsche Fernsehsender übertragen die Trauerfeier live. Knapp 40.000 Fans versammeln sich im Stadion. Nominiert als Nationaltorwart für die WM 2010 war Enke auf dem Weg nach ganz oben. So schien es. Dann das Unfassbare. So ein netter, ein fleißiger, ein tadelloser Mensch, der so ein Doppelleben führen musste, der also das, was ihn innen drin bewegt, nämlich seine Depression, nicht zeigen durfte, weil er vermeintlich sonst Schwierigkeiten mit dem Beruf bekam. Und das hat, glaube ich, viele Leute wirklich berührt. Robert Enke, Medien- und Publikumsliebling, ein Ausnahmetalent. Bodenständig, souverän und engagiert, nicht nur im Fußball. Ein Kicker mit einem Herz für Tiere. Stationen einer Bilderbuchkarriere. Enke entscheidet sich früh für den Profifußball. 1996 Start in die Bundesliga mit Borussia Mönchengladbach. 1999 dann der Weg ins Ausland. Benfica Lissabon, FC Barcelona und Fenerbahce Istanbul. 2004 Rückkehr in die Liga zu Hannover 96. 2006 Nationalmannschaft. 10. November 2009. Robert Enke stürzt sich in Eilwese bei Hannover vor einen Zug. Selbstmord mit nur 32 Jahren. Für die Fans ein Schock. Für Enke, der schwer depressiv war, der scheinbar einzige Ausweg. Jenseits der Kameras hadert er mit seinem Ruhm. Je größer der Druck, desto öfter verfolgt ihn der schwarze Hund, wie Enke seine Depressionen nennt. Sportler, die im Rampenlicht stehen und die ja auch existenziell davon abhängig sind, dass sie funktionieren, dass sie topfit sind, auf den Moment wirklich parat sind, die sind natürlich auf der anderen Seite auch sehr empfindlich. Psychische Erkrankungen entstehen ja oftmals durch enormen Stress oder sie kommen erst dadurch zum Ausbruch. Von daher ist bei Leistungssportlern die Gefahr groß, dass sie dann irgendwann mal dekompensieren, so nennen wir das. Dass also sozusagen dieser Mörderstress im wahrsten Sinne dann vielleicht eine latent vorhandene psychiatrische Erkrankung erst zum Ausbruch bringt. 2003 schlägt die Krankheit das erste Mal zu. Beim FC Barcelona sitzt Enke monatelang nur auf der Bank. Spielt er, unterlaufen ihm Fehler. Der Sportler leidet unter dem Erwartungsdruck. Ich habe so eine Angst vor der Meinung der Öffentlichkeit, der Presse und den Blicken der Leute. Die Angst lähmt mich. Zur engsten und lange einzigen Vertrauten wird seine Ehefrau Theresa. Im August 2004 kommt ihre gemeinsame Tochter Lara mit einem schweren Herzfehler zur Welt. Sie lebt nur 2,5 Jahre. 2 Tage nach Laras Tod im September 2006 steht Enke wieder im Tor und zementiert damit die Legende vom souveränen Leistungsträger. Erst nach seinem Selbstmord wird klar, die Rückkehr in den Alltag war ein harter Kampf, an dem Robert Enke letztlich scheiterte. Nach Laras Tod, das hat uns einfach so zusammengeschweißt, dass wir gedacht haben, wir schaffen alles und wir dachten halt auch, mit Liebe geht das. Aber man schafft es doch nicht immer. 2009 folgt ein weiterer schwerer Krankheitsschub. Enke kann nun nicht mehr an Spielen zur WM-Qualifikation teilnehmen. Er leide an einer bakteriellen Infektion, heißt es offiziell. In Wirklichkeit ist Enke schwer depressiv und selbstmordgefährdet. Freund und Ehefrau bewachen ihn rund um die Uhr. Ich habe versucht, für ihn da zu sein, ihm Perspektiven und Hoffnung zu geben, ihm zu sagen, dass der Fußball nicht alles ist und dass es so viele schöne Dinge im Leben gibt, auf die man sich freuen kann. Die letzten Tage vor seinem Tod wirkt Robert Enke seltsam gefestigt. Doch die Zuversicht trügt. Menschen, die von der Depression zu einem Suizid kommen,
die planen das meistens vorher. Und in dem Moment, wo dieser Plan feststeht, wo sie dann wissen, jetzt morgen oder übermorgen, da bringe ich mich um, also wirklich die Entscheidung kommt, dann fühlen sie sich wohl, sie wissen, ich muss vielleicht nur noch ein, zwei Tage leben und dann habe ich das Leben hinter mich gebracht. Enkes Tod folgt eine kurze Atempause im Profigeschäft. Es ist die Zeit der großen Worte. Der Leistungssport, die ganze Gesellschaft sollen menschlicher werden, offen für Schwächen. Wie realistisch das im steten Kampf um Tore und Pokale ist, wird die Zukunft zeigen. Unser nächster Fall. Eine junge Frau, die gar nicht vorhat, alt zu werden. Janis Joplin. Das ist die stimmliche Urgewalt der Prophetin eines neuen Lebensgefühls. Ich wollte gar nicht Sängerin werden. Es hat sich einfach so ergeben. Und das ist wirklich ein Glück für mich. Verrückt, oder? Sie ist tough. Sie ist extrovertiert. Sie ist anders. Stark, sinnlich, selbstbewusst. Sie tut das, wovon andere nur träumen. Janis Joplin war eine rothaarige, sommersprossige mit einer runden Brille und einem zotteligen Fellmantel. Ich habe so ein Ding mir auch gekauft, das furchtbar gestunken hat, wenn es geregnet hat. Frau, die nicht wirkte, als wenn sie jeden Morgen um 6.30 Uhr in die Dusche rennen würde. Janis, geboren 1943 in Port Arthur, Texas, ist das erste von drei Kindern. Eine typische Mittelklassefamilie, religiös, konservativ. Als Kind schüchtern und zurückhaltend. Als Teenager Außenseiter und zunehmend aufmöpfig. Sie trägt Hosen und keinen BH. Sie bricht aus mit 18, geht nach Kalifornien ohne festes Ziel. Sie lernt Hippies kennen, Drogen und freien Sex. Janis bleibt und macht mit. Sie trinkt exzessiv und nimmt LSD, eine künstliche Droge, die bis Ende 66 legal zu haben ist. Gelegentlich tritt sie in Bars auf, singt in der Band Big Brother. 1967 gelingt der musikalische Durchbruch. Auf der Bühne propagiert Janis Joplin ein hemmungsloses, neues Ich-Gefühl. Man muss sich selber spüren. Es ist, als würdest du mit jemandem schlafen. Der ständige Tabubruch trägt zur Bekanntheit bei. Sie schläft mit Männern und Frauen. Auch in Europa ist sie längst ein Star. April 69, Janis Joplin in Deutschland. Ich erinnere mich noch an ein Interview vor der Frankfurter Festhalle und der Redakteur damals war ein sehr gestriegelter Mensch und die saß da mit einem Ding, mit einer Flasche Whisky und hat ihm nur Scheiß erzählt. Und der war völlig begeistert, dass Frau Joplin überhaupt ihn anredet, aber ich glaube, die war gar nicht so richtig präsent. Drogen gelten damals vielen als Fluchtweg aus der bürgerlichen Enge. Schnell leben, heftig lieben, jung sterben. September 69, Woodstock. Auch Janis Joplin tritt auf, vollgepumpt mit Heroin. Seit zwei Jahren hängt sie an der Nadel. Erfolgreich kann man nur sein, wenn man an die Extreme geht. Wenn der Lebensdrang bis zur Todesnähe führt, aber die Kreativität und das Adrenalin des Körpers so angereizt wird, dass man Tag für Tag und Nacht 24 Stunden in der Lage sein möchte, kreativ zu schaffen. Das war eine große Portion Egomanie, die dazu geführt hat, sich selbst auch zu überschätzen. Manche Leute sterben und manche überleben. Ich gehöre zu den Überlebenden. Ein Trugschluss. Im Oktober 1970 stirbt Janis Joplin an einer Überdosis Heroin. Ihre LP Pearl ist gerade fertig.
Postum veröffentlicht, steht das Album über Monate an der Spitze der US-Charts. Nicht die Tragik ihres frühen Todes macht Janis Joplin zum Mythos, sondern die Hemmungslosigkeit, mit der sie ihn in Kauf genommen hat. Buy Me Mercedes-Benz ist ja eine Hymne geworden. Das hört man ja heute noch in Diskotheken, wenn gleich die Leute vielleicht gar nicht mehr wissen, dass es Janis Joplin war. 25 Jahre nach ihrem Tod wird Janis Joplin in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Sie steht damit in einer ganzen Reihe von Rockstars, die wie sie mit 27 starben. Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain. Der Club der 27er, makaber und doch bezeichnend. Warum sind gerade Musiker in diesem Alter so gefährdet? Ich habe den Eindruck, dass wenn so ein Mensch an die 30 herankommt, dass er zum ersten Mal zurückblickt, dass er sich fragt, sag mal, was hast du da überhaupt getan? Jetzt im Falle von Popstars kann man sagen, okay, den Ruhm, die erste Platte, das hat geklappt, die zweite Platte vielleicht auch. Aber die dritte Platte, die wird jetzt schon richtig Arbeit. Kann ich anknüpfen? Schaffe ich das überhaupt? Auch Amy Winehouse stirbt mit 27. Kurz vor ihrem Tod hatte sie die Arbeit an ihrem dritten Album begonnen. Was lernen wir daraus? Das Leben auf der Überholspur endet allzu oft auf halbem Weg. Britische Gelehrte haben festgestellt, dass von den sogenannten Stars doppelt so viel Jungen zu Tode kommen wie Normalbürger. Ein echter Risikoberuf, so scheint es. Erst wer über 25 Jahre Showbusiness erfahren hat, so die Statistik, der darf hoffen, dass er ebenso lang lebt wie Lieschen Müller. Altrocker und ewig junge Schlagergrößen können also aufatmen. Bis bald und bleiben Sie uns treu.